Falten fressen, aber es ist wirklich halt hier in Deutschland. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Ja. Hab gerade erfahren, unsere Telefonrechnung ist schon wieder mal abgestellt. Also kein Internet, kein Telefon. Weil mit der irgendeine Rechnung nicht überwiesen wurde oder zu spät überwiesen wurde. Wahrscheinlich ist es wieder mal meine Schuld. Was soll ich sagen? Heute ist zum Glück ein bisschen Pause, so studiomäßig. Ich werde jetzt mal zur Bank gehen, mich drum kümmern und danach arbeiten gehen. So, watch it live, but yo, fuck it. Solange der Beat droppt. Ciao. Also heute ist Studiopause. 5. November, wir haben gerade einen Geburtstagstrack für den Alex und seinen besten Freund. Let me love you. Aufgenommen. Wir trinken hier neues Mischgetränk. Das sieht man nicht. Neues Mischgetränk. Whisky, also Belly Whisky vom Penny Bourbon mit Ginger Ale und ein bisschen Zitrone. Tobi trinkt auch, ist gerade Kameramann. Prösterchen. Hier haben wir gerade einen neuen Beat von uns, der wird Bös auch einschlagen. Habe ich gestern gemacht. Achtung, ganz gut. Habe ich gestern gemacht. Nee, habe schon ein paar Tage länger gemacht. Okay. Sind gut drauf. Vielleicht einer der nächsten Hits. Schauen wir mal. Ich habe letztens mit Nas telefoniert. Aber Bock hat auf den Beat zu rappen. Hat er gesagt, ja, geht schon und so, der Beat hört sich gut an. Und dann habe ich ihm gesagt, fick dich, du Arschloch, ich gebe den Beat nicht. Das da ist unser Nummer 1 Supporter, ja? Der will nicht erkannt werden, deswegen trägt er diese hässliche Maske. Aber was soll ich sagen? Der kann auch nicht mehr als im Kopf nicken, mehr geht bei dem nicht. Hallo. Hi. Ich bin der Tobi. Ich möchte euch gerne einen guten Freund vorstellen. Ich war vorhin beim Minimal, hab mir ein bisschen was zu trinken gekauft. Da habe ich ihn gesehen auf der Straße, er lief auf deiner Straßenseite, habe ich mir gedacht, hey, ich habe noch keine gute Tat getan heute. Mhm. Gehst mal rüber. Und ja. Also das ist Jan Markus Ferger. Hi. Lil J. Hab ich gedacht, stell mal den Einkaufswagen beiseite. Telefon. Ja, gehst mal bitte dran. Danke. Also ihr wisst gar nicht, wie nützlich so jemand ist im Haushalt. Man muss nicht mehr alles selber machen. Ja, hallo? Nicht so unfreundlich. Okay. Schönen guten Morgen. Es ist 15 Minuten vor 11. Ich soll um 11 in Offenbach sein. Um meinen Part für Versuch nochmal aufzunehmen. Die Jungs waren gestern schon da, CJ und Jan haben es aufgenommen. Es ist übrigens Tag. Tag 4 der Aufnahmesessions. In 3 Stunden schon wieder arbeiten. Das heißt, es muss schnell gehen. Ich filme auch schon wieder während der Fahrt, wie man hier sehen kann. Wie gesagt, bin bald da, wenn ich im Studio bin, sehen wir die Jungs. Wird bestimmt ganz cool läuft. Nur leider zu kurz. Was soll ich sagen? Ja, was los ist hier und so? Also, wie haben wir denn? 12. 12 Uhr. Der zweite Tag. Für dich und der zweite, ja. Ja, für mich der zweite Tag. Und ja, es läuft alles gut. Und Katterfeld ist dabei. Oh, verdammt. Wo ist sie dabei? Da. Der Dome? Ah ja, okay. Die Luders sind dabei. Kommst du gleich mit oder nicht? Ich denk schon. Jetzt doch. Ja. Ich erreiche den Pallen, ich habe Nelly ist dabei? Nein. Ja, Nelly kommt auch. Zu The Dome, wo wir hinfahren. Natascha Biedingfeld oder Feind, dieser homosexuelle DJ. Welcher DJ? Call on me, oh, call on me, call on me. Er ist dabei, oder? Ben. Ben ist eigentlich immer dabei. Blue.
Der ist bei jedem Auftritt eigentlich dabei, oder? Sarah Connor ist auch nicht schlecht, dass sie dabei ist. Ja, für die Aftershow-Party dann. Aber ey, Yvonne Katterfeld, das ist auf jeden Fall schön. Schön. Ja, dass sie dabei ist. Wahnsinn. Ich will mit ihr feine Event. Dankeschön. Also machen die das noch alle mit diesem Aerobic-Video? Mit dem Call on Me? Ja. So. Nee. Aber es ist geil eigentlich ein bisschen. Ich finde es obergeil, nur ich meine so 12-Jährige oder 10-Jährige. Ganz krass. Steve, Trampenskraft. Steve hat eine Entdeckung gemacht. Ja. Sag kurz mal. Oh. Hallo, ganz kurz. Ich habe eine sehr gute Entdeckung gemacht. Moment bitte. Also ganz kurz, darf ich noch was dazu sagen? Für diese Frau haben wir einen Remix gemacht. Ja? Für diese Frau haben wir einen Remix gemacht. Für alle, die es noch nicht wissen. Okay, we out for heute. Nee, wir haben uns was zu tun. Stimmt, später.